Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie man die Halogenalkane nach der IUPAC-Nomenklatur richtig benennt. Halogenalkane, das sind Kohlenwasserstoffe mit Einfachbindungen, so wie hier. Das sind die sogenannten Alkane. Wie man die benennt, das habe ich euch in einem anderen Video schon gezeigt. Dies könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Hier in diesem Video geht es jetzt um die Halogenalkane, das heißt, wir haben hier in den Seitenverbindungen noch Halogenatome, also Fluor, Chlor, Brom, Iod oder Astat, die Elemente aus der siebten Hauptgruppe. Und wie man das benennt, gibt es folgende Regel. Als erstes suchen wir uns die längste in diesem Molekül vorkommende Kohlenstoffkette. Das wäre diese Linie hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kohlenstoffatome. Und dann schauen wir damit in die Liste der homologen Reihe der Alkane. Die kennt ihr. Wenn wir 7 Kohlenstoffatome haben, handelt es sich hierbei um ein Heptan. Das ist der Stammname dieses Moleküls. Als nächstes müssen wir die Kohlenstoffatome durchnummerieren. Und zwar beginnt man von der Verzweigung aus gesehen am kurzen Ende. Ja, hier ist das kurze Ende, hier wäre das lange Ende. Also wir müssen hier mit der Zählung beginnen. Das erste C-Atom bekommt die 1 und so weiter bis zur 7 in dem Fall. Diese Zahlen, die hier stehen, das nennt man die Lokanten. Als nächstes müssen wir uns die Verzweigung anschauen. Da ist hier ein Bromatom, hier sind zwei Chloratome. Nun gehen wir alphabetisch vor. B kommt vor C, also beginnen wir mit dem Brom. Das hängt an der dritten Stelle und damit schreiben wir 3-Brom. Dann kommt im Alphabet das Chlor. Das hängt einmal an der 2 und dann nochmal an der 2. Deswegen schreiben wir hier 2,2. Und dann das Chlor. Und wenn wir zwei Chloratome haben, dann gibt es die Vorsilbe Di. Di bedeutet zwei Stück davon, Tri bedeutet drei Stück davon, Tetra vier und so weiter. Ja, und zum Schluss hängen wir noch den Stammnamen Heptan hinten dran, mit Kleinbuchstaben, ohne Bindestrich. Dann haben wir ein 3-Brom, 2,2 Dichlorheptan. Gut, schauen wir uns ein weiteres Beispiel an. Hier haben wir jetzt wieder ein Alkan. Wir haben hier zwei Chloratome und jetzt hier drei Fluoratome. Wir beginnen wieder mit unserer üblichen Regel. Längste Kohlenstoffkette haben wir hier. 7 Kohlenstoffatome. Es handelt sich wieder um ein Heptan. Dann müssen wir die Kohlenstoffatome durchnummerieren. Wir sehen, dass wir jetzt hier das kürzere Ende haben, von der Verzweigung aus gesehen. Hier wäre noch ein CH3-Gruppe dran, hier nicht mehr, also ist hier das kürzeste Ende, sodass wir nun von rechts nach links durchnummerieren müssen. Jetzt kommen die Verzweigungen dran. Wir haben zweimal Chlor, dreimal Fluor. Alphabetisch kommt das Chlor zuerst, also beginnen wir hier mit 6,6 Dichlor, weil wir zwei Chlor haben. Dann kommt im Alphabet das F. Wir haben 1,1,2 Trifluor. Damit haben wir alle Verzweigungen. Dann hängen wir zum Schluss nur noch das Heptan hinten dran. Gut, gar nicht so schwer. Nächstes Beispiel. Hier wird es ein bisschen kniffliger, wenn wir sehen, hier sind nämlich zwei Fluoratome an diesem Ende und ein Fluoratom an dem Ende. Das heißt, es sind beide Enden gleich lang. Na, die Halogene, die sitzen ganz am Ende. Beide Enden sind eigentlich ganz kurz. Aber wir gehen genauso vor. Wir wählen uns wieder die längste Kohlenstoffkette von hier bis da. Es sind wieder 7 Stück, also wieder ein Heptan. Beim Nummerieren der Lokanten haben wir jetzt einen Konflikt. Na, wir könnten hier rechts anfangen oder wir könnten hier links anfangen. Und da gilt folgende Regel. Wir schreiben uns mal die Lokanten einmal von links nach rechts auf. Dann hätten wir Verzweigung bei 1, bei 2, bei 2, bei 7 und bei 7. Dann ist das unser Lokantensatz von links gesehen.
Und wenn wir jetzt von rechts nach links durchnummerieren, so, dann hätten wir den Lokantensatz 1, 1, 6, 6, 7. Was ist das? Jetzt vergleichen wir mal die beiden Lokantensätze und da sehen wir, die erste Position, wo sich was unterscheidet, ist hier die zweite. Das untere ist der kleinere Lokantensatz und da wir möglichst kleine Zahlen haben wollen, wählen wir die Zählreihenfolge von rechts, ausgesehen nach links. Es gewinnt der kleinere Lokantensatz. So, und damit können wir loslegen. Wir beginnen mit dem Chlor, weil es alphabetisch zuerst kommt, und dann unsere drei Flurs. Gut, dann schauen wir uns noch an, was passiert, wenn wir Halogen- und Alkylgruppen gleichzeitig in unserem Alkan haben. Ich habe hier unser Chlor und hier unsere Fluorhalogene und außerdem haben wir hier noch eine Methylgruppe und hier noch eine Ethylgruppe. Beides gleichzeitig. Aber die Vorgehensweise bei der Benennung ist ganz genauso. Wir legen wieder die Hauptkette fest. Diese ist ein Heptan. Wir müssen von rechts nach links durchnummerieren, aus dem gleichen Grund wie im vorigen Beispiel, das ist ganz genauso. Und schreiben jetzt in alphabetischer Reihenfolge die Substituenten, also diese angehängten Atome auf. Wir sehen, das Chlor kommt alphabetisch zuerst, also beginnen wir mit 6,6 Dichlor. Dann haben wir als nächstes hier eine Ethylgruppe. E kommt alphabetisch nach D, also haben wir hier eine 4-Ethylgruppe. Nach E kommt F, das wäre dann das Fluor. Hier haben wir eine 1,1,7-Trifluorgruppe. Und zuletzt im Alphabet kommt das Methan. Das ist hier ein 5-Methyl mit dem Stammnamen Heptan. Gut. Also wir sehen, die Regel ist ganz genauso. Wir gehen hier einfach alphabetisch durch. Diese Vorsilben von den Zahlen, die tun nichts zur Sache. Wir gucken immer hier nach dem Chlor, nach dem Ethyl, Fluor und Methyl. Eine kleine Besonderheit gibt es noch, wenn wir Alkylgruppen und Halogengruppen gleichzeitig haben. Wir stellen uns mal vor, dass wir dieses Ethyl hier noch um 1 verlängern. Dann haben wir ein Propyl. Und jetzt könnte man theoretisch diese Hauptkette auch folgendermaßen legen. Hier um die Ecke, dann haben wir nämlich auch eine Kohlenstoffkette, die 7 Atome lang ist. Und jetzt fragt man sich, was ist denn jetzt richtig? Muss ich so oder so die Hauptkette legen? Ja, wir sehen, wenn man es so legt, dann hat man hier eine ganz komplizierte Seitengruppe mit mehreren Chlors und Fluors. Das ist schwierig zu benennen. Deswegen legt man hier fest, dass man die Hauptkette so wählt, dass die Halogene im Zweifelsfall in der Hauptgruppe enthalten sind, also hier direkt an der Hauptgruppe dranhängen. Ja, und damit haben wir die richtige Benennung gefunden. Das ist 6,6-Dichlor, 1,1,7-Trifluor und 5-Methyl und 4-Propylheptan. Gut. Dann fassen wir zum Schluss alle Regeln zusammen. Also der erste Schritt war, finde die längste Kohlenstoffkette und benenne sie nach der homologen Reihe. Dann nummeriere die C-Atome durch, die sogenannten Lokanten. Und wir beginnen immer am kürzeren Ende von der Verzweigung aus gesehen. Dann werden die einzelnen Substituenten, also diese Seitenketten hier, benannt, wobei man die Lokantennummer voranstellt. Und wenn man mehrere gleiche Atome hat, bekommen sie die Vorsilbe di oder tri und so weiter. Das macht man dann für alle Substituenten. Und zum Schluss werden sie alphabetisch geordnet. Achtung, noch ein Hinweis zum Schluss. An manchen Stellen im Internet hört man die Anweisung, dass man alle Halogene nach vorne sortieren soll und alle Methylgruppen oder Alkylgruppen nach hinten. Das steht so aber nicht in den UPAC-Regeln drin. In den UPAC-Regeln heißt es wirklich, wir sollen streng nach dem Alphabet
sortieren. Okay, das war's.